Kuckuck, da ist er wieder. Ich, Kuckuck. Da ist er wieder. Mit der wahnsinnig sexy Lara Croft. Hier beim Geigenbaum immer noch. Bei Tomb Raider. Jackson Tomb Raider 5. Die Chroniken von nee, Quatsch. Mein Käse. Die Chroniken von Lara Croft. Ja. Lara Croft hier in Sweet Little 16. Wir setzen jetzt hier das böse Herz hier ein. Lass mich steuern. Noch mehr von den Dingern. So. Hätte ich das eine Ding dort mit dem Ding kaputt machen können? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Und wir haben das letzte Mal hier inzwischen alle Geheimnisse dieses Levels eingesammelt. Wir haben insgesamt 21, wir brauchen noch 15. 15 durch 3 ist 5. Wir haben nach diesem Level noch 5 Level vor uns. Dann sind wir mit Tomb Raider auf 5 durch, Leute. Ja, so schnell kann es gehen. Und ich freue mich dann tierisch auf den sechsten Teil. Angel of Darkness. Und ich will schon mal so ein bisschen anteasern, so was hier nach dem fünften Teil so ein bisschen kommt. Nicht was, was die Spiele angeht. Ach verdammt nochmal, nein. Was die Spiele angeht, denn dieser Teil ist ja der letzte Teil in einer Reihe von Titeln, die jedes Jahr gekommen sind. 96, 97, 98, 99, 2000 kam hier dann Tomb Raider die 50 Chronik. Und im Jahr 2001 gab es kein Tomb Raider Spiel. Dafür gab es aber eine Tomb Raider Film, hat die schon mal dran darauf aufmerksam gemacht. Ein Tomb Raider Film mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. 2003 gab es dann den zweiten Teil. Typische, naja, mindestens 2 Jahre sind dann immer Unterschied von einem Teil zu einer Fortsetzung. Und in 2003 kam dann auch der Nachfolger hier für die Videospiele. Tomb Raider End of Darkness. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal den fünften Teil ganz gemütlich, ganz in Ruhe. Ja. Ist ja noch irgendwas einzusammeln. Lara. Wo hast du dich hier wieder hinmanövriert? Hat sie hier einfach unter dem Schiff, in dem Fischschiff versteckt? Ja, geschippert, um was zu machen? Ja. Ach, nö. Oh, ihr stinkt mich an, ehrlich. So, hier hoch. Wir hatten ja das letzte Mal in der Cutscene, da war ja das, war es ja in Englisch hier, also in oben im O-Ton. Warum auch immer, das ganze Ding, ich habe Deutschpatch und alles drauf, das ist alles wunderbar gelaufen. Ich hoffe, das bleibt eine einmalige Sache hier. Dass der Rest natürlich wieder so in wunderbarem Deutsch ist, wie wir es immer gehabt haben hier. Weil ansonsten muss ich hier was machen oder gucken, was da los ist. So, und damit wären wir im nächsten Level. So. Geheimnisse haben wir immer noch die 21, aber wir haben die Rosen natürlich nicht mehr. Und da wir im nächsten Level sind, müssen wir natürlich gucken, wo wir die Geheimnisse finden, dass wir die nicht verpassen. Hat sich nichts geändert? Geht immer so weiter. So, wo sind wir jetzt? Nee.
Weg zur Kathedrale kann man laufen. Erz benutzen, so, das liegt hinter uns. Oh. Okay, Knochenstaub, bla bla bla. Taufbecken. Beim Taufbecken müssen wir aufpassen, wie Geheimnis. Gut, okay. Los geht's. Was ist das jetzt hier? Kommen wir hier rein? Nö. Kommen wir hier hoch? Nö. Lara. Die süße kleine Lara. Ja. Rein hier. Na gut, das ist. Okay. So viel zur Sprache. Ich glaube, der Seufzer, den sie losgelassen hat, er klang nach der Stimme von Frau von Stengel. Ja. Wo hat der hier jetzt was gemacht? Wir gehen mal hinter zu der Tür. Was war hier jetzt? Keine Ahnung. Kriegen wir nicht auf. Wir haben hier weder ein Brecheisen noch irgendwas anderes. So, das Objekt hier ist kein Objekt, das ist nur Deko. So, das da oben sieht aus, als wenn wir klettern könnten. So, gehen wir hier drum rum? Nein. Lara. Ja, ich schiebe immer alles auf Lara, ich weiß. Aber mir ist selber schuld, weil ich sie ja steuere. Sie gehorcht mir, sie ist mir hörig. Genauso will ich das. So, was ist das denn hier? Das stinkt nach Schalterrätsel. Das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt das vor, wenn wir die richtigen Schalter drücken. Das war falsch, oder? Bestimmt. Was ist hier oben eigentlich? Keine Ahnung. Dann drücken wir mal den zuerst. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es ja nur wirklich nicht bei drei Schaltern. Oder nochmal die goldene Mitte. Nichts passiert. Zumindest nichts, was ich sehen würde. So, jetzt drücken wir zuerst die Mitte, dann erst rechts, dann links und dann, wenn das wieder nicht geht, umgekehrt. Keine Ahnung. So, dann versuchen wir das nochmal. Ja. Das war mir klar. Das war wieder der letzte. Hey, wir können uns nicht wehren. Scheiße. Sowas ist natürlich Mist. Wir haben keine Waffen und nichts.
Das hatten wir jetzt nicht gespeichert, oder? Was haben wir wohl einstecken, um uns hier zu verteidigen? Gar nichts. Ja. Ja, rennen wir halt nochmal vor hier. So, wie haben wir das gemacht? Erst den, dann links und rechts. Wieder war. Und wieder war es der letzte. Natürlich verkehrt. Kommen die mir hinterher? Wir speichern das mal auf dem nächsten Platz. Oh, und jetzt? Dürfen wir nicht rein. Ich dachte, wir dürfen hier reinkriechen. Liegt hier was? Hier liegt Medipack. Und nun? Also nicht zufällig Kletterwände, oder? Sind die immer noch hier draußen? Ja. Jawohl, kommen wir nicht weiter. Ach, was die hier mit dir machen, ey. Wo sollen wir hin? Wir stehen uns wirklich nur an Ort und Stelle. Wir laden das aber neu. Der hat doch hier einen Knopf gedreht, der eine Typ da. Können wir das auch machen, Lara? Kannst du auch dran drehen? Ah! Was ist das denn? Noch ein Staub. Hier hinten noch was? Nö. Nö. Müssen wir jetzt wieder davor? Wir speichern das. Ach scheiße. Mensch.
komme hier aber auch nicht drüber. Dann gib mir doch mal eine vernünftige Einsicht hier. Ja, einer musste uns ja erwischen. Ja, da ist noch einer. Etwa hier? Ah. Und nun? So, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht es um ein geheimes Geheimnis. So, Skelette sind jetzt zerstört worden. Hervorragend, Lara. Hast du super gemacht. Freut mich für dich. Freut mich, wirklich. Jo, Tür links irgendwie soll offen sein. Ja, wieder zur Haupt... Das ist das Ding. Wo sind wir eigentlich hergekommen? Wir sind... Ach, hört doch mal auf, ich hasse diese Viecher. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ja, warte mal. Die Skelette sind zerstört. Wieder zum anderen Ende der Kirche laufen. Die Tür links ist jetzt offen. Bevor man nach unten rutscht, erst die Wandnische vorausklettern. Da ist doch gewusst. Ja. Wir gehen aber trotzdem mal hier hin. Ach Mensch. Nee, wir wollen da jetzt mit der Tür rein. Hier. Das war doch auch noch die Tür. Was ist damit? Ist immer noch nicht offen, oder? Mhm. Was haben wir denn da? Ja. Hm? Oder liegt das Ding schon vor uns? Hm? Ja, und nun? Durch die Tür oder andere Tür? Bevor man nach unten rutscht, erst in die Wand nicht so rausklettern. So. Na gut, versteckter Hebel. Ja, und tun? Diesen betätigen, dann wieder nach unten zurück und nochmal in die Kirche laufen. Den Kirchteil vorauslaufen, bis in der unteren rechten Ecke jetzt offen hineinlaufen. Ach so, das war die Tür fürs Geheimnis dort, okay. Ja. Ah.
Alles klar. Alles klar. Ja. Kommt wieder Käfer raus. Geheimnis Nummer 22 und Geheimnis Nummer 1 von 3 hier in diesem geistigen oder geistreichen Level. Ja. Und ich schätze mal, schreiben Sie die Tür auf, schräge nach unten rutschen. Okay, was müssen wir beachten für das nächste Geheimnis? Erstes Treppenhaus. Wird wahnsinnig werden, wenn die Blickrichtung sich dauernd ändern. Habt ihr nicht genug davon, Lara hier zu schikanieren? Jetzt nicht. So. Aber hier, das haben wir doch vorhin schon mal ausprobiert, das ging schief. So. So, warte mal, hey. Wie sollen wir da hingelangen? Ist hier irgendwo ein Hebel versteckt? Nö. Einstecken haben wir auch nichts. Keine Ahnung. Also doch. Wollten doch Wasser. Okay. Na dann. Wir werden dich kriegen! So, hier sind wir gerade rausgekommen. Dann rennen wir mal hier hoch. So, blaue Texte interessieren mich nicht weiter, warte mal. Die goldene Rose zu halten. Nun wieder die Tür ziehen. Will ich nach oben folgen. Ja, das ist das nicht. Wir sind nämlich schon im ersten Treppenhaus. Was ist hier hinten? Scheint gerade Weg nach oben folgen, aber. Wir folgen erstmal. Wir gucken uns das Ganze erstmal an hier. Da war doch gerade ein Hebel da unten. Na, hier sollst du nicht wieder rein. So, hier war ein Hebel drin. Was ist, wenn wir den ziehen? Mm.
drei Gänge, ja, für zwei Betreten. Ja, die kommen mal den Lavabo, ein Lavabo. Ein Feuerlöcher. Ganz oben ist der Boden mit Stacheln. Man sollte sich, bevor man irgendwas tut. Eine Sackgasse. Erstes Treppenhaus. Dem ersten untersten Gang nach rechts folgen. Auf dem Weg findet man ein kleines Medipack. Aus dem dritten Gang nach links wenden. Hm. Ja, das habe ich mir nicht gedacht, dieser Gang, wo das Gitter gefehlt hat. Dort gehen wir jetzt hin. Und finden, sollten wir eigentlich das nächste Geheimnis finden. Ja, und hier ist das Medipack, was ich natürlich in meinem Übereifer hier nicht gesehen habe. So, nach links wenden stand da. Aha. Liegt die gleich hier oder? Natürlich nicht. Die Rose. Lara braucht noch eine goldene Rose. Die hat nur eine grüne Hose. Natürlich springe ich knallhart daneben. Was denn sonst? Dann müssen wir mal gucken, wo das nächste Geheimnis ist. Aber das müsste so. Ja. Wir brauchen Schutzgitter dran, falls wir aus Versehen weiterlaufen. Guck mal da. Lara, bück dich. Heb die Rose auf. Rose Nummer 2 von 3. So. Macht Geheimnis insgesamt Nummer. Wir spielen insgesamt schon 6 Stunden, 6,5 Stunden hier an dem Spiel. 23 von 36 fehlen uns noch 13. So, mein Schatz. Aus hier. So. Ich schätze mal, wir sollen hier wieder zurückgehen. So. Zwei. Dann den Drehen und dann in den Drehturm. Hebel benutzen. Ja, ja. Also den Hebel benutzen, den wir gerade benutzt haben. So. Speichern, ich schaff's uns wieder daneben zu springen. Und die Lara, die hat das Nachsehen dann. Ja. Sie. So, wo auch immer wir jetzt sind. Ja, der Ding hat sich ja gedreht und wir sind hier irgendwo anders. Nach rechts, ja.
Wir müssen noch mal gucken, wo das nächste ist. Das letzte. Letztes Treppenhaus. Hier? Das ist wieder ein Hebel. Wir gehen jetzt einfach der Reihe voll nach, der Reihenfolge nach. Wir ziehen jetzt einfach mehr dran, oder? Können wir hier lang? Was ist hier? Nee. Wir gehen jetzt an dem Hebel ziehen. Nee, Quatsch. Sind wir von hier gekommen? Das könnte ich mir denken. Wir haben. Nee, der ist ja noch nicht gezogen worden. Der ist ja wieder oben. Ich weiß, ich verlaufe mich hier 100 Pro. Können wir die nehmen? War das falsch? Dort unten sind Stacheln, oder? Das ist da drüben so grün. Zurück. Von hier oben sind wir gerade gekommen. Also war das, was wir gerade getan haben, wahrscheinlich falsch. Wir gehen mal nicht hier lang, wir gehen mal hier runter weiter. Jetzt kriegt man natürlich nur durch tausendmaliges Probieren und alles raus. Der Schalter ist unten, ja, waren wir schon. Wir sind aber den anderen Gang nicht lang gelaufen. Wir sind hier rausgerangen. Wir gehen mal den anderen Gang lang. So. Aber wie wir hier weitermachen, sehen wir in der nächsten Folge. Damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.